Diakon Paul Nowicki. Ferner begrüße ich die Damen und Herren von der Presse und nicht zu vergessen unsere Kulturbeauftragte, Herr Daniel Spector. Gleichzeitig bedanke ich ihm für die musikalische Begleitung heute Abend. Thank you.
Sehr geehrte Frau Niki Vorober, vielen Dank, dass wir auch dieses Jahr bei Ihnen sein dürfen, bei der jüdischen Kultusgemeinde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Vorabend des 9. November 2018 gedenken wir eines unrühmlichen Aktes staatlich organisierten Terrors und Rassismus. Vor 80 Jahren, das ist nach heutigem Maß etwa ein Menschenleben, wurden Mitbürgerinnen und Mitbürger in unseren Städten gezielt Opfer einer Verfolgung, deren Entwicklung und Unmenschlichkeit kaum auszumalen war und auch heute noch schwer nachzuvollziehen ist. Wie viel Leid können Menschen Mitmenschen zufügen? Wir müssen eingestehen, offensichtlich Grenzenloses. Die Maßlosigkeit deutete sich nicht zuletzt vor 80 Jahren an und wurde in den dem 9.11.1938 folgenden Jahren bewiesen. Auch in Speyer wurden Mitbürgerinnen und Mitbürger verfolgt, vertrieben, dem Tod überlassen und die Synagoge zerstört. Eine Stimmung der Angst, des Neides, der Missgunst hatte sich gegen eine Glaubensgemeinschaft aufgebaut. Diese Stimmung niederschlug sich am 9.11.1938 in Feuer und Tod staatlich organisiert nieder. Für mich stellt sich hier die Frage, welche Lehre hieraus gezogen wird, ja, gezogen werden muss und wie wir vermeiden und verhindern können, dass sich diese Stimmung, diese Angst und diese Gewalt wiederholt. Es gibt Meinungen, die eine Wiederholung dieser vergleichbaren Situation als undenkbar bewerten. Es gibt Meinungen, die diese Unmenschlichkeit relativieren. Es gibt Meinungen, die den Rassismus in sich tragen und als vermeintlich grundgesetzlich geschützte Meinungsäußerung rechtfertigen wollen. Meine Damen und Herren, unsere Sprache ist unser Werkzeug für Stimmungen, für Motivation, für Empathie, für Trauer und unsere Worte sind Vorbild für andere, für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Unsere Gewalt und unser Rassismus zeigen sich zuerst in dem, was man ja doch mal sagen dürfen müsse, und dann von vielen wiederholt wird und dann von einigen in die Tat umgesetzt wird. Wer die Grenze verbaler Gewalt täglich austestet, wer meint, jede Unterstellung und Herabwürdigung anderer müsse man doch mal sagen dürfen. Wer meint, bei Beleidigungen soll man sich doch nicht so anstellen, da es doch nur Stammtischgeschwätz sei. Und wer eindeutig, zweideutig die Sprache missbraucht und dann erklärt, er habe das doch anders gemeint, er sei doch nur missverstanden worden und damit täglich die Grenze des akzeptablen und respektvollen Umganges verschiebt und bis zur Unkenntlichkeit auflöst, der fördert bewusst eine Atmosphäre der Angst, der Erniedrigung und der Bedrohung. Wir dürfen uns dann aber auch nicht wundern, wenn die sprachlosen Teile der Gesellschaft, die rhetorisch nicht so geschulten Teile oder sogar uninteressierten Teile, andere Formen des Ausdrucks als das Wort suchen und in der tätlichen Auseinandersetzung und der körperlichen Gewalt finden. Gesellschaftliche Gruppen und Politiker, die auf der sprichwörtlichen Jagd nach Kreuzen auf Stimmzetteln sind und dabei die Büchse der populistischen und respektlosen Ausdrucksformen öffnen, ja sogar vor offensichtlichen und absichtlichen Lügen und Fake News zur Manipulation von Meinungen und Stimmungen nicht Halt machen, diese vergiften bewusst die gesellschaftliche Atmosphäre und nehmen mindestens billigend nicht nur die Verrohung der Sprache, sondern die Verrohung der Gesellschaft in Kauf. Sie sind mitverantwortlich für die Gewalttaten, die folgen, selbst wenn sie nur als Klaköre am Rand stehen und erklären, das habe man so nicht gewollt. Man hat das Feuer jedoch geschürt.
Einer Gesellschaft, die man polarisiert, führt man so viel Energie zu, bis sie explodiert. Eine Gesellschaft, die man polarisiert, kennt auch keine Solidarität mit den Schwächeren, sondern kennt nur ihresgleichen, Gleichmacherei. Eine Gesellschaft, die man polarisiert, kennt am Ende nur Schwarz und Weiß, keine Vielfalt, keine Individualität. Eine Gesellschaft verarmt ohne den einzelnen Menschen, ohne die einzelne Kreativität und ohne Vielfalt, ohne individuelles Glück oder individuelle Trauer. Meine Damen und Herren, ohne Polemisierung oder Übertreibung sehe ich die Gefahr, dass Ignoranz, aber auch Absicht heute eine Verrohung der Sprache und des Umganges miteinander Vorschub leisten und eine Stimmung in der Gesellschaft fördern, die wie vor 80 Jahren zu einem Flächenbrand führte. Während die alte Welt, vereinfacht ausgedrückt, aus falschem Nationalstolz schlafwandlerisch in den Ersten Weltkrieg geführt wurde, dessen Ende vor 100 Jahren wir dieser Tage ebenfalls gedenken, schürte vor 80 Jahren der Rassismus das Feuer und brachte unzähliges Leid über die Welt. Heute erleben wir einen wachsenden Rassismus, Nationalismus und Extremismus auf Kosten der Mitmenschlichkeit. Seien wir sorgfältig in unserer Sprache, damit wir unsere Gedanken im Griff haben und nicht von unseren Taten überrascht werden. Vergessen wir nicht, wozu der Mensch fähig ist. Im Guten wie im Bösen. Vielen Dank. Thank you.
Guten Abend, ich bin Tamara Ibrahimova, die Komponistin, die das nächste Stück, das auf Programm steht, komponiert hat. Shoah. Diese Komposition ist für eine Instrumentalbesetzung und ein Sprecher komponiert worden.
Text auf Russisch geschrieben im Original und kommt von Viola Taraz. Sie ist heute anwesend. Allerdings, wir haben auch eine deutsche Übersetzung von Michael Rittmann. Und ich schlage vor, dass wir jetzt alle können diese deutsche Version auch anhören. Es wird für uns Nikolaus Eberhardt vorlesen. Vergeblich sind Gebete, Gebete jedweder Art. Zu Gast sind Knochen, Holocaust. Bald seine Kräfte zur Übermacht. Das Entsetzen rennt auf Wänden und auf den Wänden Verrat hinterher. Verrat, der die Menschheit verändert. Und Jammer mischt sich mit Erde. Kälte, Kälte, Holocaust. Aus den Knochen quillt das Mark und formt sich zum Schatten, zum Abbild des Wahnsinns. Die Welt ist gestern wahnsinnig geworden, im eisigen Klirren der Kristalle. Aber durch Wände und Kälte plötzlich eine kindliche Regung, arme, erstaunte Augen. Dieses Mädchen lebt. Die Komposition Shoah ist alle Holocaust-Opfer gewidmet. Thank you.
костный, костный брод, кости, кости, нет пути, кости в гости, горсть земли. Выползает костный мозг, принимает форму тени, отпечаток шизофрении. Мир вчера сошел с ума, груз хрустального утра.
сквозь стены холод, вдруг детское движение рук, изумленные глаза. Это девочка жива. Thank you.
Thank you.